In der Grabeskirche wurde das Fest von Maria Magdalena gefeiert. Von Magdala bis Jerusalem, die Geschichte einer Frau, die erste Zeugin der Auferstehung Jesu war. Die vorbeugenden Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus und die daraus resultierende Abwesenheit der lokalen Gemeinschaft wirkten sich spürbar auf die traditionelle Feier aus, die zum Fest des heiligen Elia in Haifa auf dem Berg Karmel stattfindet. Zu den Folgen der Pandemie gehört auch in den Palästinensergebieten ein spürbarer Anstieg der Armut. Caritas Jerusalem setzt die Arbeit an Seite der Bedürftigsten im gesamten Westjordanland fort. Das Studium der Musik gehört sicherlich nicht zu den einfachsten Tätigkeiten während eines Lockdowns. Aber mit ein wenig Kreativität gelang es den Lehrern und Schülern des Magnificat-Instituts der Kustodie des Heiligen Landes sogar, sich auf das Konzert zum Jahresende vorzubereiten, das live über soziale Netzwerke übertragen wurde. Es war an diesem Ort im Inneren der Grabeskirche, an dem Maria Magdalena beim Anblick Jesu auf Hebräisch ausrief, Rabbuni, was Meister bedeutet. Aber wer ist die Frau, die Zeugin der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi war? Ihre Geschichte ist eng mit einer Stadt in Galiläa verbunden. Am Westufer des Sees Genezareth, 36 Kilometer von der Stadt Nazareth entfernt und ganz in der Nähe des Berges Arbel, liegt Magdala. Magdala verfügt über einen bezaubernden historischen und archäologischen Reichtum. Im Jahr 2009 wurde hier diese Synagoge gefunden. Sie stammt aus dem 1. Jahrhundert. Hier war der Markt von Magdala. An dieser Stelle wurde ein Stein gefunden, der zum Schleifen und für Öfen verwendet wurde. Ein bisschen so, wie wir in der Altstadt von Jerusalem die Straßen haben, die für den Markt reserviert sind. So wäre dies hier in Magdala der Teil, der dem Markt gewidmet ist. Im hinteren Teil haben wir auch die rituellen Bäder, wo sich die 7 Treppen befinden, die die Juden während der Reinigung benutzt haben. Neben den archäologischen Besichtigungen können Pilger, die nach Magdala kommen, auch einen besonderen Ort der Spiritualität finden. Hier ist die Kirche. Sie heißt Duc in Altum, was etwa das Vordringen zu den tiefsten Wassern bedeutet. Wir haben die Hauptkirche und auch die 4 Kapellen. Die Kirche wurde 2014 geweiht, als dieser Ort eröffnet wurde. In diesem Raum finden wir das Atrium der Frauen. Warum wurde es geschaffen? Weil Jesus kam, um den Frauen Würde zu bringen. Dies ist der untere Teil des Duc in Altum, der Kirche. Hier gibt es eine ökumenische Kapelle. Diese Kapelle wird als Kapelle der Begegnung bezeichnet, weil sie ein Treffpunkt zwischen Christen und Juden ist. Dann haben wir dieses schöne Bild von der Begegnung der blutflüssigen Frau mit Jesus. Magdala. Magdala bedeutet Turm. Es kommt vom Fischturm. Das bedeutet, dass dies ein Ort gewesen sein muss, an dem die Leute den Fisch zum Trocknen gebracht haben. Diese Frau lebte hier, aber sie war eine Frau, die ein vielleicht ungeregeltes Leben führte. Hier wird Jesus 7 Dämonen austreiben. Die Frau, die als Sünderin galt, kam zur Heiligkeit, nachdem ihr Leben durch Jesus verwandelt worden war. Und heute wird sie von der Kirche als Glaubensvorbild gewürdigt. An dem ihr gewidmeten Festtag wurde in der Grabeskirche in Jerusalem eine feierliche heilige Messe zelebriert. In seiner Predigt sagte Bruder Salvador Rosas Flores, Präsident des Konvents vom Heiligen Grab, die heilige Maria Magdalena ist ein Beispiel einer wahren und authentischen Evangelisiererin. In diesen 4 Jahren, seit Papst Franziskus verfügte, dass Maria Magdalena ein universelles Fest gewidmet sein sollte, können wir hier im Heiligen Grab sagen, dass sich nicht viel geändert hat. Wir erinnern uns, dass wir uns genau an dem Ort ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Herrn befinden. Hier haben wir immer schon feierlich dieser mutigen Frau gedacht. Einer Frau, die die dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen hat, um Jesus zu begegnen. Und die Begegnung mit ihm, ihn zu kennen
und mit ihm und für ihn zu leben, ist für uns zu einem Vorbild geworden. Conoscendolo e conoscendolo, vivendo con lui e per lui, diventa per noi motivo di esempio. Heilige Maria Magdalena, bete für uns. Vorbeugende Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus und die daraus resultierende Abwesenheit der lokalen Gemeinschaft wirkten sich in Haifa spürbar auf die traditionelle Feier am Fest des heiligen Elia aus. Ich hatte erwartet, dass es geschlossen sein würde. Viele Jahre lang kamen wir als Pilger oder einfache Besucher der Stadt Haifa in dieses Kloster, um zu beten und Kerzen anzuzünden. Auch wenn die Kirche menschenleer ist, so ist sie doch voll von dem Geist der Liebe, dem Geist des Gebens, dem Geist des Teilens und dem Geist des Gebets, der uns verbindet. Es ist schwierig, doch wir werden durch die Gegenwart des allmächtigen Gottes gestärkt, so wie es dem heiligen Elia geschah, der durch die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes gestärkt wurde, oder dem heiligen Apostel Paulus, als er bat: O Herr, gib mir Kraft. Und der Herr zu ihm sagte: Meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Die Gnade Gottes, die unter uns gegenwärtig ist, stärkt und verwandelt diese Traurigkeit in Freude. Frohes Fest! Die Feier, die in der Kirche unserer lieben Frau vom Karmel im Kloster Stella Maris stattfand, wurde vom Erzbischof der Diözese Akko, Haifa, Nazareth und ganz Galiläa für die griechisch-melkitischen Katholiken Youssef Matta geleitet. Er betonte in seiner Predigt: So wie Elia gekommen war, um vor den Heiden den lebendigen Gott, den Herrn, zu bezeugen, so sind wir heute Zeugen des Herrn Jesus Christus. Das Kloster Mar Elias ist ein Bezugspunkt für die Stadt Haifa. Es wird das ganze Jahr über von Pilgern und Touristen besucht. Rosalind Daim, Expertin für die Besichtigung von Orten im Heiligen Land, weist auf einige Merkmale der Höhle des heiligen Elia hin, die sich unter dem Altar der Kirche befindet. Der Überlieferung zufolge hat der Prophet an diesem Ort gebetet und meditiert. Eine der Veränderungen, die zur Erhaltung der Höhle vorgenommen wurden, ist die Installierung von elektronischen Kerzen statt der Wachskerzen. Das Zweite, was ich im Laufe der Jahre entdeckt habe, ist, dass der heilige Elia in allen Religionen, Kulturen und Zivilisationen verehrt wird. Natürlich erinnere ich mich als gebürtiger Haifa sehr gut an die Volksfeste, die alle Gemeinschaften verschiedener Religionen zusammenbrachten. Eine Woche vor dem Festival kampierten und sangen die Menschen an diesem Ort. Es war schon immer eine Gelegenheit für Familien, sich zu treffen, weil es auch ein gesellschaftliches Ereignis ist. Die Bitte um Fürsprache für ein Ende der Coronavirus-Pandemie war eine der wichtigsten Bitten, die während des ihm gewidmeten Festtages an den heiligen Elia gerichtet wurden. Lasst uns zum heiligen Elia beten, dass er beim Herrn Jesus für uns Fürbitte einlegt. Wir erbitten die Fürsprache aller Heiligen um Heil, Gesundheit und Wohlbefinden, damit wir uns auch in Zukunft wieder zum Fest des heiligen Elia treffen können. Die Not der Bedürftigsten, die auch eine Folge der Zunahme der Coronavirus-Fälle in Palästina ist, wird immer dringlicher. Dessen eingedenk setzt die Caritas Jerusalem ihre Arbeit in mehr als 20 palästinensischen Dörfern und Städten fort, in denen die Arbeitslosenquoten hoch sind und es ernste soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Die Armen in diesen Gebieten leben mit einer zweifachen Bedrohung durch den Hunger und die Ansteckungsgefahr. Im Westjordanland sind seit Beginn der Pandemie bis heute 10.052 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Es herrscht große Angst vor der zweiten Welle des Virus im Westjordanland. Die Menschen sind besorgt. In einigen Gebieten gibt es einen totalen Lockdown. Die am stärksten betroffenen Gebiete sind geschlossen. Niemand weiß, wie sich die Pandemie entwickeln wird und wann sie aufhört, wann die Touristen den Mut haben werden, zurückzukehren. Es ist eine sehr gefährliche Situation und niemand weiß, was passieren wird. Im Westjordanland machen Unsicherheit, extreme Armut und mangelnde Sicherheit die Situation sehr gefährlich.
Dank der großzügigen Unterstützung des Heiligen Stuhls hat Caritas Jerusalem in den letzten Wochen über 1000 Lebensmittelpakete sowie Lernspiele und Bargeldcoupons in den Städten Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahur, Ramallah, Birt Zeit und anderen verteilt. Trotz der sich verschlechternden Gesundheitssituation in einigen geschlossenen Regierungsbezirken haben die Freiwilligen, die Teil des Caritas Jerusalem-Teams sind, immer an die Wichtigkeit ihres Einsatzes geglaubt. Und ihr Engagement für die Bedürftigen und Kranken hat nie nachgelassen. Wir haben auch bedürftigen Familien in anderen Teilen des Westjordanlandes sowie einigen armen muslimischen Familien, die in diesen Gebieten leben, mit Unterstützung der Gemeinden Lebensmittelpakete zur Verfügung gestellt. Dasselbe ist im gesamten Westjordanland mit Hilfe von Priestern aus verschiedenen christlichen Gemeinschaften geschehen. Die Caritas von Jerusalem ist der einzige Verband, der sich für unser Volk interessiert. Nicht nur in Tubas, sondern in allen Regionen. Sie hilft den anderen. Die Hilfe der Caritas berührt die Herzen der Familien. Denn wir leben in schwierigen Zeiten, Arbeitsmöglichkeiten sind rar und die Familien leiden darunter. Diese Hilfe kommt zum richtigen Zeitpunkt. Diese von der Caritas Jerusalem durchgeführten Initiativen geben der armen palästinensischen Bevölkerung, insbesondere in unserer Stadt, Kraft. Wir rufen dazu auf, diese Bemühungen fortzusetzen, um die christliche Präsenz in dieser Region zu stärken. Möge der Herr diese Initiativen und das Engagement der Menschen, die sie durchführen, segnen. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht gekommen. Wir haben nur heute. Lasst uns anfangen, sagte Mutter Teresa. Die Caritas ist gestern, heute und morgen der Bevölkerung nahe, besonders in Zeiten der Not. Das Studium der Musik gehört sicherlich nicht zu den einfachsten Tätigkeiten während eines Lockdowns. Aber mit ein wenig Kreativität gelang es den Lehrern und Schülern des Magnificat-Instituts der Kustodie des Heiligen Landes sogar, sich auf das Konzert zum Jahresende vorzubereiten, das live über soziale Netzwerke übertragen wurde. Wir hatten geplant, dieses Konzert unter freiem Himmel in einem Theater aufzuführen. Aber das ist nicht möglich. Wir wollten es jedoch nicht absagen, also beschlossen wir, es ohne Publikum in unserem Konzertsaal durchzuführen, nur mit Studenten und einigen Lehrern. Aber alle Interpreten konnten sich dem Publikum über das Internet zeigen. And will be listened from the public through Internet. Gerüchte hatten bereits im März die totale Sperrung angekündigt und als die offizielle Mitteilung eintraf, waren wir bereit, erklärt Bruder Alberto, Direktor dieser besonderen Realität der Kustodie des Heiligen Landes, die nicht nur ein Exzellenzzentrum für Musikunterricht ist, sondern auch eine Schule, die für Studenten aller Religionen offen ist. Die Technologie hat dazu beigetragen, dass die Aktivitäten unter Beibehaltung einer hohen Unterrichtsqualität auch in den Wochen fortgesetzt werden konnten, in denen die Schülerinnen und Schüler daheim bleiben mussten. Es gab auch kuriose Episoden. Während dieser Schlagzeugstunde beispielsweise ersetzte ein Satz Küchentöpfe und Pfannen die echten Schlaginstrumente, um verschiedene Klänge zu erzeugen und den Rhythmus zu üben. No, okay. Also in the Magnificat we have. Auch beim Magnificat mussten wir einige Monate lang große Opfer bringen. Wir waren gezwungen, die Schule zu schließen und den Unterricht und die Proben online fortzusetzen. Als wir in die Schule zurückkehren konnten, war es das erste Mal nach einer sehr langen Zeit, in der sich die Schülerinnen und Schüler nicht treffen konnten. Am Ende des Jahres durfte dennoch einer der wichtigsten Momente im Leben eines Musikers nicht fehlen. Derjenige, in dem er mit seinem Können den Zuhörern Töne und Emotionen schenkt und von seinem Publikum mit einem langen Applaus belohnt wird. Auch wenn dieser virtuell ist. Applaus.
Ab heute haben Sie die Nachrichten aus dem Heiligen Land in der Hand. Laden Sie die neue App des Christlichen Medienzentrums herunter, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Verfügbar für Android und iOS. Folgen Sie uns auf unseren sozialen Plattformen. Tragen Sie das Heilige Land in der Tasche.